Hallo, das ist der Blog Nummer 19 von Andi Kutter aus München. Und wir sind heute im Le Méridien in München und besuchen hier die Ausstellungseröffnung von der Ramona Romanu im Le Méridien. Und was kann man denn hier sehen? Hier kann man meine Unterwasserwelten sehen, inspiriert durch meine Tauchgänge. Frauen, die unter Wasser tauchen, seltene Fischarten und insgesamt hat sich die Lounge des Le Méridien Hotels in einem riesen Aquarium verwandelt. Wie kommt denn diese Zusammenarbeit mit dem Hotel zustande? Das Le Méridien hat sich als Marke der zeitgenössischen Kunst auch verschrieben. Wir haben Gäste, die abenteuerlustig sind, die entdeckungslustig sind, die ja die Destination München auch gerne von der kulturellen Perspektive entdecken möchten. Und deswegen ist es uns auch ganz wichtig, regelmäßig mit lokalen Künstlern zusammenzuarbeiten, denen hier Raum zu geben und sozusagen die Künstler, uns und unsere Gäste in unserer Lobby und in unserem Haus zusammenzubringen. Ja, prima. Und welche Arbeiten machst du denn sonst so? In welchen Bereichen bist du tätig? Ich hatte gerade im Ende letzten Jahres, vergangenen Jahres, eine wunderbare Ausstellung in Wien, auch in einem Le Méridien Haus. Und dort habe ich meine abstrakten Themen vorgestellt. Zu meiner großen Überraschung hat sich das eher konservative Kuratorium für die abstrakten Werke entschieden. Und die Serie, die sie hauptsächlich ausgesucht haben, hieß Abstract Neural Network, also abstraktes neuronales Netz. Und Themen inspiriert aus Quantenphysik und Chaostheorie. Also war eine sehr interessante Mischung in eine traditionelle Umgebung, sehr abstrakte Gemälde auszustellen. Oh, das hört sich sehr interessant an. Wie viele Werke sieht man jetzt hier? Hier haben wir um die 30 Werke ausgestellt, wovon 5 großformatig sind, also sprich ein sehr, sehr großes Bild, 3 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Das, was wir hier hinter uns sehen, ist 2 Meter groß und diverse andere großformatige Bilder, hauptsächlich in diesem Bereich der Lobby. Und kleinere Formate, das sehen Sie dann vorne in der Vitrine oder an den Säulen. Frau Schilz, was macht denn das Méridien noch mit Künstlern oder mit Kunst im Allgemeinen? Ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Markenprogramms ist auch eben das Unlock Art Programm. Dazu gehört, dass wir vor Ort, ein jedes Le Méridien vor Ort, einen festen Unlock Art Partner hat, das den Gästen ermöglicht, mit ihrer Schlüsselkarte freien Eintritt zu einem zeitgenössischen Ausstellungshaus zu bekommen. Hier in München ist das Museum Villa Stuck. Und diese Ausstellung, wie lange wird die laufen und wann können die Leute sich die noch anschauen? Ja, ich freue mich sehr, dass wir einen ausgedehnteren Zeitraum hierfür gewählt haben. Die Ausstellung wird bis zum 28. Mai laufen, also knapp 2 Monate. Sie ist jeden Tag, was mich auch sehr erfreut, von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Was werden denn jetzt so die nächsten Ausstellungsziele sein? Ja, die nächste Ausstellung geht gleich über den großen Ozean. Ich habe eine Einladung bekommen von der Art Space Gallery in New York im Stadtteil Soho vom 6. bis zum 14. Mai, eine Ausstellung dort zu machen. Und das ist wunderbar und ich freue mich schon sehr. Die Werke sind schon unterwegs mit einer Kunstspedition und ich werde zur Eröffnung auch pünktlich hinfliegen. Also dann freuen wir uns auf München oder New York und schaut vorbei.